Meine sehr verehrten Damen und Herren, seien Sie herzlich willkommen zum heutigen Corona-Klartext. Herr Dr. Georg Schneider, seit einem Jahr stehen wir nun schon vor dieser grünen Wand. Man nennt sie auch schon sprichwörtlich die Corona-Wand, um Sie über die aktuellen Ereignisse zu informieren. Ich habe mal wieder das Diagramm mitgebracht mit den Corona-Zahlen aus Hövloff und sie zeigen, dass wir im Moment relativ gut dastehen. Seit einigen Tagen stagnieren die Zahlen bei rund 10 in Hövloff. Und Sie haben mir im Vorfeld gesagt, Sie können durchaus diese FFP2-Maskenaktion, die wir durchgeführt haben, darauf zurückführen, dass die Zahlen im Moment sich stabilisiert haben. Ist das der Grund? Ja, zumindest ist es so, dass wir durch die Verteilaktion der FFP2-Masken, wir werden ja am Samstag die vierte Aktion schon haben, dass wir wirklich eine ganz, ganz hohe Akzeptanz in der Bevölkerung zum Tragen von FFP2-Masken geschaffen haben. Wir verteilen sie ja übrigens auch in den Grundschulklassen in der entsprechenden Größe und Form, die von den Grundschülern ja wirklich sehr gerne und auch gut getragen werden. Es sind viele Besucher in Hövloff, die mir sagen, wenn ich durch Hövloff gehe, sehe ich viel, viel mehr Menschen mit FFP2-Maske als in anderen Orten. Es wird mir auch vom Testzentrum berichtet, wo gesagt wird, die kommen mit FFP2-Masken. Zwei-Maske, das ist woanders teilweise ganz anders. Auch daran liegt es, aber eben auch an allen anderen Maßnahmen. Ich wäre froh, wenn es so bleibt und wäre froh, wenn wir die nächsten 6 Wochen nochmal mit FFP2-Masken überbrücken können. Deswegen beginnen wir mit der guten Nachricht. Am kommenden Samstag werden wir wieder FFP2-Masken verteilen. Und zwar an jeden Hövlover, an jede Hövloverin ab 18 Jahre 5 Masken. Und wir stehen sowohl im Schlossgarten, wir stehen auch wieder bei Ihnen an der Notarztwache, wir stehen aber auch am Schützen- und Bürgerhaus mit einem Fahrservice. Wir stehen auch in Riege am Dorfschulmuseum und wir stehen in Espeln am Bürgerhaus. Kommen Sie daher vorbei in der Zeit von 10 Uhr bis 12.30 Uhr. Und die Grundschulkinder bekommen nach Ostern auch wieder FFP2-Masken von uns ausgehändigt. Ja, eine ganz wichtige Sache. Wir haben heute schon die Obdachlosenheime und die Asylantenunterkünfte besucht und 500 Masken verteilt und zusätzlich auch da die Kindermasken. Das ist ja ein ganz wichtiger Schritt, um eben parallel zum Impfen die Pandemie einzudämmen. Ja, es sind turbulente Zeiten, Herr Dr. Schneider. Viel Vertrauen ist verloren gegangen in die Politik, in die Corona-Politik. Die Bürger verstehen die Regeln nicht mehr, immer wieder neue Dinge, die da erfunden werden. Phrasen, Notbremse, Stoppbremse, immer wieder dort neue Regeln, die auf uns zuprallen. Und ich frage Sie einfach mal, macht es Sinn, dass wir die kleinen Einzelhändler hier im Grunde genommen schließen, während die großen Großhändler, die Supermärkte offen sind? Macht es Sinn, dass die Außengastronomie geschlossen bleibt, obwohl eigentlich ja draußen nichts passieren kann? Oder macht es Sinn, dass wir die Leute nach Mallorca fliegen lassen, aber nicht an der Nordsee, an der Ostsee eine frische Brise einfach einatmen lassen? Ja, vieles hat man den Eindruck, macht keinen Sinn und ich glaube persönlich auch, dass vieles keinen Sinn macht. Es wird viel getan. Geschäftsschließungen, Feiertage, Ballung auf einen Samstag zum Einkaufen, das wird ja heute auch zurückgenommen werden, das macht keinen Sinn. Wir brauchen entspannte Zeiten, wir brauchen weniger Leute pro Zeiteinheit in Läden, in Supermärkten. Da geht das. Draußen ist völlig unkritisch, auch bei der britischen Mutante. Wenn wir Abstand halten, wenn wir die Außengastronomie haben, die Gastronomie hat von Anfang an viel gemacht, ganz anders als in vielen anderen Bereichen, beispielsweise ja auch leider noch in den Schulen. Da ist das möglich, wenn denn das Wetter mitspielt. Das ist natürlich für die Gastronomie immer der Fall, für die Außengastronomie. Es bleibt dabei bei der britischen Mutante, wir haben das Problem, sie ist infektiöser, sie hält sich länger in der Luft, die Aerosole bleiben länger in der Luft, die Tropfen fallen später zu Boden. Wir können uns in geschlossenen Räumen mehr anstecken, wir müssen aus geschlossenen Räumen rausbleiben, wir müssen mehr lüften, wir müssen 1,5 Meter Abstand halten, Nieshygiene, Hustenhygiene beachten und FFP2-Masken tragen weiterhin. Wenn wir die Bürger weiterhin bei Laune halten wollen, dass sie wirklich die Corona-Regeln auch beachten, dann müssen sie natürlich auch Akzeptanz bekommen. Nun malt man Horrorszenarien an die Wand, gerade auch für unsere Altersgruppe ab 50, erhöhte Klinikaufenthalte von Tode, Bedrohtheit. Wie sehen Sie dort die zukünftige Entwicklung, zumindest so lange, bis wir alle geimpft sind? Ja, solange bis wir alle geimpft sind, wird es ganz wichtig sein, eben was wir gerade schon mehrfach sagten, die FFP2-Maske zu tragen. Wir haben momentan ein ganz anderes Ausbruchsgeschehen. Es findet statt in der Gruppe der 25- bis 55- oder 60-Jährigen. Wir haben in den Altenheimen gut geimpft, wir haben in den Tagespflegen gut geimpft, wir haben bei uns die Tagespflege durch, wir haben die Neuzugänge in den Altenheimen durch. Das ist in anderen Orten des Kreises genau das Gleiche. Wir sehen einen deutlichen Rückgang der Klinikbelegung mit über 80-Jährigen. Wir sehen deutlich
geringer schwere Verläufe. Wir sehen deutlich weniger Todesfälle in der Gruppe. Aber wir müssen eventuell unsere Impfstrategie ändern. Wir müssen die, die sich untereinander treffen, im Wissen um über 50%, teilweise wird schon von 70% britischer Variante gesprochen, die sich am Arbeitsplatz, die sich in den Betrieben, die sich an den Arbeitsstätten, in den Schulen ausbreitet, müssen wir die Impfstrategie ändern. Wir müssen die Impfung in jeden Arm bringen. Wir müssen die Altersklassen, wenn wir mit den 80-Jährigen und den Priorisierten demnächst fertig sind, der Gruppe 1, müssen wir sie fallen lassen und müssen parallel in den Impfzentren und in den niedergelassenen Praxen arbeiten. Da tut sich auch was. Da sind wir beim Thema Impfen. Wir haben es ja schon häufiger auch kritisiert. Die deutsche Impfpraxis zu wenig bestellt, das falsche System ausgewählt, eine hohe Bürokratie. Der Chef des Hausärzteverbandes hat es gerade noch wieder erwähnt. Man muss zuvor 10 verschiedene Personen erst aufgesucht haben, bevor man dann den Nadelstich bekommt. Bei Ihnen wäre es wahrscheinlich so, dass Sie sofort zustechen würden und sagen, geimpft. Tut sich da endlich was an der Basis? Kommen wir da ein bisschen mehr voran? Wann sind Sie endlich dran, selbst auch vor Ort impfen zu dürfen? Ja, also es tut sich was. Der neue Erlass des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales ist ja raus. Als erstes wird in der Gruppe der immobilen 80-Jährigen zu Hause geimpft. Das wird durch Hausärzte geschehen können. Das wird durch mobile Impfteams auch des Kreisgesundheitsamtes, also vom Impfzentrum Paderborn, geschehen können. Man kann sich an den Hausarzt wenden. Er besorgt selber Impfstoff oder er gibt es weiter ans Impfzentrum, dass man rauskommt. Das Gleiche gilt für die Pflegegrade 4 und 5. Und da ist jeweils auch 2 Angehörige dabei. Das ist schon mal ganz wichtig. Habe ich einen Patienten plus 2 Angehörige, das haben wir immer gesagt, die Angehörigen müssen mitgeimpft werden, dann habe ich schon mal 3 Impfungen weg. Über beide parallel arbeitenden Systeme, das wird jetzt übers Wochenende rausgebracht werden, das ist schon mal eine sehr, sehr gute Sache. Dann sind die Termine für die 80-Jährigen im Impfzentrum in Paderborn ja freigeschaltet. Es gibt sogar noch freie Termine auf den Seiten. Auch da muss man nochmal sagen, jeder, der kann, jetzt schon buchen, buchen, buchen im Impfzentrum. Das Problem ist momentan, wir kriegen am 6. April in den Praxen jeweils 20 Impfdosen. Das hört sich wenig an, aber wir haben eben auch hunderte von Praxen in der Region, im Kreis und in den Nachbarkreisen. Die Summe macht es da. Trotzdem ist parallel ja immer noch das Impfzentrum offen mit mehreren hundert Impfungen am Tag. Und es wird sukzessive, sobald mehr Impfstoff da ist, AstraZeneca muss nachliefern, aber auch Moderna muss nachliefern, BioNTech hat schon weitere Lieferungen zugesagt, wird immer mehr auf den Hausarztbereich verteilt, dass man nachher hoffe ich 2 Systeme nebeneinander parallel arbeiten lassen kann, ohne Priorisierung, wo man einfach sagt, wie in Israel, wie in England, impfen, impfen, impfen. Es müssen 5000 Impfungen weg, aber ganz egal, wer sie bekommt. Nur dann werden wir auch vor der britischen Mutation geschützt sein und schwere Verläufe bei den 30- bis 60-Jährigen verhindern. Und das ist ja eine ganz vulnerable Gruppe, insbesondere wenn man guckt, wie viel Lebenszeit verloren geht, wenn sich ein 60-Jähriger oder ein 50-Jähriger so erkrankt, dass er entweder dauerhaft behindert bleibt oder verstirbt. Wollen wir auch mal eine Lanze brechen für das Impfzentrum? Was ich zurückgespiegelt bekomme von denjenigen, die da waren, die sagen, das läuft dort hochprofessionell ab. Es läuft auch sehr herzlich dort ab. Deswegen dürfen wir auch noch mal all diejenigen bitten, die dran sind, sich dort einen Termin geben zu lassen. Auch diejenigen, die sich bislang noch gescheut haben, ist ganz, ganz wichtig. Die werden dort gut empfangen. Und wir freuen uns aber umso mehr, wenn sie demnächst auch verstärkt in Hüllhof aktiv werden können. Thema AstraZeneca war jetzt in allen Medien. Es gab wieder dort Meldungen von Todesfällen. Es gibt immer wieder Ängste auch bei den Höfloverinnen und bei den Höflovern. Soll ich mir AstraZeneca tatsächlich in die Venen jagen lassen? Was meinen Sie? Ja, also es ist ja zurzeit die Diskussion, das Paul-Ehrlich-Institut will bis zum 26.03. einen Sicherheitsbericht vorlegen. Das wird in den nächsten Tagen kommen. Es ist ja erstmal durch die europäische Behörde jetzt bewertet worden, dass der Impfstoff sicher ist, dass statistisch gesehen nicht mehr passiert als mit anderen Impfstoffen. Das ist auch so in der Statistik, das weiß ich auch. Mir fehlt so ein bisschen die Subgruppenanalyse. Man muss echt gucken, wer wurde geimpft. Es fehlen Obduktionsergebnisse aus Norwegen und auch aus Österreich noch. Das wird noch kommen. Es scheint sich anzudeuten, dass es sich um eine Autoimmunthrombopenie, also um eine vom Körper selbst gemachte Impfreaktion mit Abfall der Gerinnungsblättchen und dann einer entstehenden Thrombose im Gehirn handeln könnte. Vor allen Dingen in der Gruppe der unter 55-jährigen Frauen, inwieweit da die Pille, inwieweit da möglicherweise auch Nikotin eine Rolle spielen, weiß man nicht. Man muss auf jeden Fall familiär erfragen, jede Anamnese erheben bei den unter 55-jährigen Frauen und sagen, das ist was für dich oder nicht. Ansonsten muss ein anderes Impfstoffangebot gemacht werden mit Moderna oder BioNTech. Das ist ganz, ganz wichtig. Aber die Zahlen aus England zeigen deutlich, in der Gruppe der über 65-Jährigen, da hat man ja in England geimpft, da haben wir dieses Problem gar nicht, weswegen wir jetzt wenige Tage Stillstand mit dem AstraZeneca-Impfstoff hatten, sondern das wird so gut vertragen. Die haben alle ihre Erstimpfung drin. Halb England ist durchgeimpft, auch mit AstraZeneca. Man darf sich nicht verrückt machen, aber man muss im Einzelfall Entscheidungen treffen. Aber trotzdem, AstraZeneca muss geimpft werden.
Wie lange hält eigentlich die Impfung? Das ist immer noch so eine Frage, die offen zu sein scheint. Ja, das weiß man noch nicht. Bei AstraZeneca ist es ja so, dass man nach 12 Wochen einmal boostert und eine erneute Impfung macht, um dann hoffentlich über 6 bis 12 Monate genügend Antikörper gebildet zu haben. Bei BioNTech, Pfizer und Moderna hat man jetzt gesagt, wir impfen nach 6 Wochen die nächste Impfung. Wir waren ja vorher bei 3 und bei 4 Wochen, um den Boost zu erreichen. Das kann auch erst im weiteren Verlauf an Antikörperuntersuchungen, die wir aus Israel oder England bekommen werden, entschieden werden und auch entschieden werden, ob wir vielleicht nach 12 Monaten nochmal erneut geimpft werden müssen. Ja, bis wir dann alle geimpft sind, hilft, glaube ich, nur noch testen, testen, testen. In Hürlof, das Impfzentrum ist regelmäßig geöffnet. Schauen Sie auf unserer Homepage, Sie bekommen den unmittelbaren Zugang. Buchen Sie dort einen Termin. Über die Ostertage ist das Testzentrum sogar täglich geöffnet für Sie, damit Sie Ihre Angehörigen möglichst auch sorgenfrei dann besuchen können. Das Testen, Herr Dr. Georg Schneider, wie würden Sie es einordnen? Kann ich mich dann dadurch ein bisschen sicherer fühlen? Ja, also das Testen ist ganz, ganz wichtig. Wir haben ja teilweise auch die Problematik, dass in den Schulen nicht getestet wird. Jetzt werden auch wieder Datenschutzgründe teilweise vorgeschoben. Das mag alles so sein. Wichtig ist, dass jeder Bürger 1 bis 2 Mal die Woche getestet wird. Alleine um zu gucken, ist einer positiv, dann kann ich Infektionsketten unterbrechen, kann Cluster reduzieren. Das ist ganz wichtig, das machen die Kreisgesundheitsämter. Aber es ist eben auch wichtig, dass man es selber weiß, dass man durch sein Verhalten positiv bestärkt wird, dass man sagt, okay, ich habe alles richtig gemacht. Wenn ich mich Ostersamstag testen lasse, kann ich auch nicht Ostersonntag bei Oma, Opa, Onkel, Tante rumlaufen. Ich kann mich auch Ostersamstag infizieren. Es ist immer eine Momentaufnahme, die zeigt, dass ich vermeintlich in den letzten 3 bis 5 Tagen vorher mich nicht infiziert habe. Das ist das gleiche Problem, wie wir vor Weihnachten sagten, Heiligabend testen und am ersten Weihnachtstag Halligalli. Das wird auch so nicht gehen. Ne? Es ist immer wieder eine Bestärkung, dass ich alles richtig mache, dass keine Cluster, keine Infektionsherde unterbrochen werden müssen, bis ich denn geimpft bin, bis die anderen geimpft sind und bis wir ohne Maske wieder untereinander kommunizieren können, ohne uns anzustecken. Wichtig ist, dass wir ein wenig Optimismus, ein wenig Lebensmut wiederbekommen, damit auch das gesellschaftliche Leben so nach und nach wieder anläuft und wir auch glücklich durchs Leben gehen. Was würden Sie den Hürloverinnen, den Hürlowern für die Ostertage mitgeben wollen? Ja, ich würde viel an der frischen Luft machen, ich würde viel mit der Familie machen, ich würde gar nicht so sehr auf die Bestimmung ein Haushalt plus zwei, das kann man ja alles deuten, wie man will. Jeder unnötige Kontakt sollte vermieden werden. Kontakte mit mehreren Menschen, ist wie Weihnachten auch, sollte man auf mehrere Tage verteilen. Gehen Sie viel an die frische Luft, gehen Sie viel nach draußen, entspannen Sie sich, genießen Sie die Natur und freuen Sie sich aufs Impfen. Und vergessen Sie nicht, hin und wieder auch mal kräftig zu lachen. Ich glaube, das brauchen wir für unseren Körper, für unsere Seele. Deswegen wünschen wir Ihnen ein paar schöne Ostertage. Trotz dieser besonderen Beschränkungen genießen Sie das Leben, genießen Sie ein Stück von Hövendorf und bleiben Sie gesund.